Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Videos über unsere Fotoreise nach Kenia. Wir verlassen sehr früh unsere Unterkunft und unternehmen noch einen Morning Game Drive, bevor wir dann so gegen Mittag am Gate des Samburu Nationalparks ankommen. Wir verlassen den Park und fahren ca. 2 Stunden bis zu unserem nächsten Stopp. Unser Lunchbreak machen wir dann im Chowdhury Restaurant in Nanyuki. Das Geniale an diesem Restaurant sind nicht nur die super, super leckeren Forellen, sondern auch die White Columbus Monkeys, die man hier in aller Ruhe fotografieren kann. Weiter geht unsere Tour Richtung Rhino Watch Lodge, wo wir die nächsten 3 Nächte bleiben werden. Hier sieht man auch mal die Lademöglichkeiten, die wir im Fahrzeug für jeden Fotografen haben. Nach einer kurzen Fahrt kommen wir dann in unserer nächsten Unterkunft an, in der Rhino Watch Lodge. Die Rhino Watch Lodge gehört einem guten Freund von mir. Frank Wirth ist begeisterter Naturschützer und Wildlife-Enthusiast. Die Rhino Watch Lodge ist offizieller Stützpunkt von Plant for the Planet. Auf dem Gelände der Lodge wurden im Zuge der Kampagne Stop Talking, Start Planting bereits über 500 Bäume gepflanzt. Im Spa-Bereich mit Sauna kann man nach einer Safari super entspannen. Die Speisen in der Lodge sind echt klasse. Hier wird jeden Tag eine tolle Auswahl an Speisen serviert, die für jeden Geschmack etwas bietet. Nach einer ruhigen Nacht unternehmen wir am zweiten Tag einen Game Drive im Solio Private Game Reserve. Solio Private Game Reserve ist auch ein wunderschöner Park, total ursprünglich. Der Riesenvorteil hier ist auch, dass man sich vollkommen frei bewegen kann. Man hat also Fotografiermöglichkeiten ohne Ende. Man findet hier im Solio ca. 330, 340 Breit- und Spitzmaulnashörner. Und wie ihr hier seht, kann man sich im Park sehr, sehr frei bewegen. Hier im Park findet man auch eine große Anzahl von Antilopen, wie zum Beispiel Impalas oder eben auch McDonald's genannt, Wasserböcke, Elandantilopen und ja, eine wahnsinnige Anzahl von anderen Tieren. Wie hier zum Beispiel Nutrias bei der Futtersuche bzw. beim Fressen. Gegen Morgen wandern die Nashörner auf die großen, weiten Grasflächen, um ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen, nämlich dem Fressen. Hier hat man eine wunderbare Möglichkeit, Nashörner mal richtig in freier Wildbahn zu fotografieren. Hier ein Spitzmaulnashorn, extrem aggressiv, aber es war aus einer entsprechenden Entfernung, deswegen war es da nicht so ein Riesenproblem. Hier ist mal wieder unsere Osmo Action zum Einsatz gekommen. Ich finde es besonders gut, dass man hier die Nashörner mal aus einer ganz anderen Perspektive filmen kann. Und wie ihr seht, findet man hier auch extrem viele Nashornbabys. Hier funktioniert wirklich der Nashornschutz extrem gut. Hier sind sehr viele Ranger im Einsatz, die die Nashörner Tag und Nacht überwachen. Mit Flugzeugen, mit Hubschraubern und. Also hier die Quote der Wilderungen ist hier extrem niedrig. Und wie ihr seht, sind die Nashörner hier auch extrem entspannt. Wir haben mit unserem Fahrzeug direkt neben diesem Wasser bzw. Schlammloch gestanden und die Nashörner haben sich für uns überhaupt nicht interessiert.
Am nächsten Morgen geht es auf unsere nächste Pirsch. Direkt 20 Minuten von der Rhino Watch Lodge entfernt befindet sich das beeindruckende Bergmassiv der Aberdars, deren größterteils als Aberdars Nationalpark unter Naturschutz steht. Die mächtige Bergkette trägt heute den offiziellen Namen Nirandura. Der Nationalpark liegt auf zwischen 3000 und 3900 Meter. Ab etwa 3000 Meter bestimmen Hochmoore, Bäche und Wasserfälle das Bild. Im Park findet man auch die Big Five. Sie sind allerdings sehr, sehr schwer zu sichten, halt, weil die Waldvegetation hier extrem dicht ist. Und ab und zu findet man aber trotzdem Waldlichtungen, auf denen man dann entsprechend Tiere sehen und fotografieren kann. Wie hier zum Beispiel ein paar Büffel, die ein genüssliches Schlammbad nehmen. Oder Tüpfelhyänen, die wir auch bei dieser Tour sehr oft gesehen haben. Hier im Aberdar findet man auch das riesige Waldschwein. Das ist das größte Tier in dieser Gattung. Erwachsene Waldschweine haben eine Schulterhöhe von 0,75 bis 1,1 Meter und können 100 bis 275 Kilo wiegen. Hier im Aberdares findet man noch oft die im Gegensatz zum normalen afrikanischen Elefant etwas kleineren Waldelefanten. Dieses Exemplar ist vollkommen entspannt an einer Herde von Büffeln vorbeigelaufen. Und weiter geht's auf unserer Fotopirsch. Hier sieht man mal, wie sich die Landschaft so ab 3000 Meter ungefähr ändert. Nach einiger Zeit erreichen wir dann die Chania Falls. Die Chania Falls sind wunderbar gelegen auf ca. 3300 Meter. Hier hat man dann die Möglichkeit, von verschiedenen Aussichtspunkten den Wasserfall zu fotografieren. Wenn man möchte, kann man auch ganz weit runtergehen zum Fuß des Wasserfalls. Die nächsten Wasserfälle, die wir besuchen, sind die Karugu Falls. Hier nehmen wir dann erstmal unser Lunch zu uns und genießen den Tag. Wir nehmen uns bei dieser Tour auch immer sehr viel Zeit für Erfahrungsaustausch. Hier seht ihr zwei Teilnehmer, die über eine Langzeitbelichtung philosophieren. Gegen Nachmittag treten wir dann auch unseren Rückweg an. Wir genießen nochmal die letzte Zeit im Aberdars Nationalpark und freuen uns auf den nächsten Step. Dies war der zweite Teil unseres Videos über unsere Fotoreise, die uns in den Aberdar und in den Solio Game Reserve geführt hat. Der nächste Stop ist die Masai Mara, ein absolutes Highlight bei jeder Fotoreise. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim dritten Teil wieder dabei seid und unseren Kanal abonniert. Ich sag dann mal bye bye und bis zum nächsten Mal.